Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Partizan Belgrad. Ich begrüße neben mir Steffen Baumgart, Marvin Schwebe und Bruno Juri wird für uns übersetzen. Und Steffen, gerne zum Start ein, zwei Worte zum Personal. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu povodom sutrašnje utakmice između Partizana i Kelna. Pred vama su trener Kelna, Baumgart i golman Marvin Schwebe. Okay. Zum Personal, Marc Uth steht wieder zur Verfügung. Das ist positiv, wird auch im Kader sein. Und wenn alles normal läuft, wird auch zum Einsatz kommen können. Ausfallen wird Tim Lempele, Matthias Olesen, Jeff Chabot, Sepp Andersen. Die werden weiterhin ausfallen. Dazugekommen ist es Jan Thielmann. Der ist dazugekommen. Der hat einen Viruseffekt und wird auch zunächst nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, auch zum Derby wird er nicht dabei sein. Nur als kurze Information in die Richtung. Alle weiteren Spieler sind einsatzbereit, einsatzfähig und aus unserer Sicht auch gut vorbereitet auf morgen. Znači, iz naše perspektive smo dobro pripremljeni za sutra. Neki igrači su zbog bolesti onemogućeni da igraju, a to su Westgenau, eine Frage, Westgenau, können Sie nochmal, das war sehr schnell. Mark Uth će stati na raspolaganju za sljedeću utakmicu, Jan Thielmann ne, jer je bolestan. Tim Lempele, Matthias Olsen, Jeff Chabot, Sebastian Andersson i Dimitrios Liminos su još uvijek na rehabilitaciji. Dann starten wir gerne mit euren Fragen. Wer möchte gerne loslegen? Sada ćemo početi sa vašim pitanjima. Ko želi postaviti pitanje? Tobias Kasbecken für die Kölnische Rundschau. Tobias Hasbeck za Kölnische Rundschau. Herr Baumgart, welche Erkenntnisse haben Sie denn aus der Analyse von Partizan Belgrad gezogen? Welche Erkenntnisse? Das ist eine spielerisch, also erst, Entschuldigung. Kako su vaše spoznaje povodom analize igre Partizana? Also spielerisch sehr gute Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft, die in den meisten Fällen im 4-2-3-1 agieren wird. Technisch sehr begabt, zwei sehr, sehr gute, schnelle Außen. Robusten Mittelstürmer und ein Zehner, der auch aufgrund seiner Erfahrung schon jemand ist, der ein Spiel gut lenken kann und leiten kann. Ja, das sind so die kleinen Erkenntnisse. Gibt auch größere, aber die will ich jetzt nicht alle erzählen. Znači, radi se o jakom iskusnom timu, koji je tehnički jako sposoban. Wen meinten Sie jetzt, den Namen habe ich nicht verstanden, wen Sie jetzt gelobt haben? Znači, se ukupno radi se o jakom i iskusnom timu. Gerne weitere Fragen. Možete postaviti pitanje. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Das erste Ziel ist natürlich morgen ein gutes Heimspiel, wahrscheinlich hoffentlich vielleicht auch ein Sieg. Der Modus in diesem Wettbewerb ist jetzt nicht so ganz einfach. Peilt ihr deshalb den Gruppensieg an, oder? Ich weiß nicht, wieso, der Modus ist doch einfach. Ich habe es nicht verstanden. Ja, aber das hat ja auch nichts damit zu tun. Also ich sage mal, wir wollen ja Spiele gewinnen und daran werden wir alles setzen. Und wir wissen nicht, ob wir das Spiel gewinnen, sondern wir versuchen, alles daran zu setzen, dieses Spiel erfolgreich zu machen, gut zu spielen, erfolgreich zu spielen und werden dann am Ende sehen, was rauskommt. Und danach würde ich mich dann erst richten, aber ich kann keine Ziele geben, indem ich sage, wir wollen Erster oder Zweiter werden, weil das entscheiden ja die Ergebnisse. Pitanje bilo kakav je cilj u vezi ishoda grupne faze, a trener je rekao da nema nikakav cilj osim da pobjede i da će to zavisiti od okolnosti. Weitere Fragen. Još pitanja. Dann gerne Mirko Fang für die Bild-Zeitung im Anschluss, Guido Ostrowski für Radio Köln. Planen Sie aufgrund der hohen Belastung in den nächsten Wochen morgen wieder durchzuwechseln oder könnte auch eine ähnliche Aufstellung wie am Wochenende rauskommen? Da li ćete, s obzirom na jako opterećenje u zadnje vrijeme, igrati sa standardnom postavom ili će biti nekih izmjena? Nicht nur aufgrund der hohen Belastung
gehen wir immer von Wechseln aus, sondern aufgrund auch, dass die Mannschaft insgesamt sehr ausgeglichen ist. Natürlich haben wir auf der einen oder anderen Position verschiedene Stärken, aber wir können davon ausgehen, dass morgen auch wieder Wechsel auf dem Platz sein werden. S obzirom da imamo ujednačeno jaku momčad, sigurno će doći do nekih izmjena sutra na terenu. Kiro, gerne. Frage an Marvin Schwäbe. Ihr habt ein starkes Heimspiel jetzt hingelegt gegen Dortmund. Ihr seid in der Bundesliga auf Platz 7, Gruppenerster in der Conference League nach den ersten beiden Spieltagen. Bist du selbst so ein bisschen positiv überrascht, wie gut ihr mit dieser Doppelbelastung bisher klargekommen seid? Pitanje za golmana Martin Schwäbe. S obzirom da su imali takvu dobru igru prošle sedmice protiv Borussije i da su sada prvi u grupi. Was war das Ende der Frage nochmal? Mit der Maske ist schwer zu verstehen. Ob er überrascht ist, wie gut die Mannschaft mit dieser Doppelbelastung Bundesliga, Conference League... Da li je iznenađen time da je tim igrao tako dobro s obzirom na dvostruko opterećenje u Bundesligi i na prvenstvu? Ja, also überrascht auf gar keinen Fall. Wir wissen, was wir können, dass wir einen breiten, guten, aufgestellten Kader haben, haben wir bewiesen. Von daher, ja, natürlich haben wir auch jetzt gegen Dortmund ein gutes Spiel gehabt, wo wir auf unsere Seite gezogen haben. So gilt es weiterzumachen und weiterhin die Leistung zu bestätigen. Wenn wir das tun, dann ja, wird es in den nächsten Wochen genauso weitergehen. Znači, nisam iznenađen, jer imamo jaku momčad, koja je sa više strana sposobna, tako da to nije nikakvo iznenađenje i gledat ćemo da održimo taj nivo u budućnosti. Gibt es weitere Fragen? Ima li još pitanja? Nesrin Elnabol, Sie für die Sportschau. Marvin Schwäbe, vielleicht noch mal aus Ihrer Sicht, wie vielleicht können Sie noch mal ein kurzes Fazit ziehen, wie die Mannschaft gerade in der Bundesliga agiert und auch in der Conference League, woran das liegen mag und wie so der Spirit innerhalb der Mannschaft ist. Vielleicht können Sie uns darüber mal ein bisschen erzählen. Können Sie es noch mal? Der Spirit in der Mannschaft bezogen auf die Bundesliga und Conference League. Znači, kakav je duh u timu trenutno u odnosu na Bundesligu i na Conference League? Ich glaube, dass wir es einfach momentan sehr gut schaffen, unseren Spielziel auf den Platz zu bringen. Wir werden Woche für Woche gut eingestellt. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was der Gegner macht. Dementsprechend verteidigen wir gut. Wir spielen gut nach vorne, mutig nach vorne. Ja, ich glaube, das ist das, was uns zurzeit ausmacht und sind trotzdem auch effizient vorm Tor, glaube ich. Sind Sie was? Effizient. Znači, imamo jaku odbranu, imamo jak napadački tim. Tako da smo u svim segmentima igre dosta jaki. Holger Schmidt für die DPA. Ja, eine Frage vor allem an den Trainer. Man wusste ja vor der Saison nicht, wie wird sich das so anfühlen, Europacup zu spielen. Jetzt ist es inklusive Quali schon das fünfte Spiel. Wie hat sich so die Vorfreude im Laufe der Spiele entwickelt? Ist das Kribbeln immer größer, wenn man jetzt weiß, wie sich es anfühlt? Oder wie hat sich die Vorfreude entwickelt? Kakav je osjećaj radosti uoči svih ovih igara, s obzirom na uspjehe tima u posljednje vrijeme? Nee, Vorfreude gar nicht. Also ich habe immer eine gewisse Aufregung vor den Spielen. Das hat jetzt nichts mit international oder national zu tun, sondern es gehört einfach dazu. Ich würde es eher so ein bisschen Lampenfieber nennen und die Freude auf dem Fußballspiel, die verändert sich jetzt nicht durch international oder durch national, wenn ich sehe, was morgen oder wenn ich sehe, was am Wochenende los war und wenn ich weiß, was morgen auf uns zukommt, auch an Stimmung. Also wenn du da keine Freude hast, sage ich immer wieder, dann brauche ich den Job nicht machen. Und da ich den Job gerne mache und auch gerne dieses weiter erleben möchte, ist da schon immer eine große Vorfreude da. Das wird aber auch, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass es sich bei mir verändern wird. Da wird immer eine Freude auf die Spiele sein. Und deswegen morgen natürlich auch eine sehr große Freude. Znači, izvjesno radovanje sljedećoj igri uvijek tu, nezavisno od toga u kojoj ligi se igra. Da, to je to. I postoji izvjesna trema prije svake utakmice. Gerne noch einmal, Tobias. Wie ordnen Sie den Start mit 4 Punkten aus 2 Spielen ein? Hat sich Ihre Mannschaft besser als vielleicht gedacht auf europäischer Ebene zurechtgefunden? Und sind jetzt die anstehenden beiden Spiele gegen Belgrad möglicherweise schon ein Stück weit richtungsweisend? Ocjenjujete dosadašnji uspjeh sa 4 boda i na vrhu
Grupne Lestice. Nee, ich finde das ein bisschen schwierig. Also richtungsweisend ist ja jedes Spiel. Also wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann haben wir 7 Punkte. Und wenn wir es verlieren sollten, dann haben wir 1 Punkt oder sind wir 1 Punkt hinter Partizan. Gleichzeitig spielt Nizza. Dann können wir, also am Spieltag können wir Dritter sein nach dem Spieltag und wir können auch Erster bleiben. Also deswegen, also wegweisend ist erstens jedes Spiel. Und alles andere warten wir ab, aber ich weiß nicht, ob man sich, wenn man diese 5 Spiele hat oder diese ganzen Spiele international dann schon, wie soll man sagen, daran gewöhnt hat oder sich eingearbeitet hat, weil ich finde, wir denken von Spiel zu Spiel. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Wir haben in Nizza haben wir ein gutes Spiel gemacht, was wir unentschieden gespielt hätten. Wenn man das Spiel genau betrachtet, hätten wir zur Halbzeit führen können, höher führen können und waren am Ende froh, dass Marvin den einen oder anderen nochmal gehalten hat in der zweiten Halbzeit. Das heißt, das Unentschieden geht für mich in Ordnung. Und wer Slowako das Spiel insgesamt gesehen hat mit dem Verlauf, da war ja auch beides möglich. Also da waren Unentschieden möglich, am Ende ziehen wir das noch. Und ich glaube, dass gerade wenn wir Partizan sehen, was eine spielerisch sehr starke Mannschaft ist, da planen wir nicht, sondern wir wollen nach vorne spielen, wir wollen unser Spiel spielen, wir wollen gucken, dass wir erfolgreich sind. Und danach werden wir uns dann hinsetzen und gucken, in welcher Tabellensituation wir sind oder welche Konstellation wir haben, alles vorher. Finde ich schwierig, aber nicht ein Spiel von denen, die auf uns zukommen, ist nicht wegweisend. Teško to proceniti unaprijed, jer i sa Nicom smo u igri u prvom poluvremenu bili dosta jači, da bi posle ipak ispao nerešen rezultat. Isto tako, ne možemo unaprijed reći sa Partizanom, može se desiti da budemo nakon ovih utakmica treći u grupi, može se desiti da ostanemo prvi. To je sve teško unaprijed proceniti. Holger, bitte. Vielleicht an beide. Es gibt jetzt gleich auch eine Pressekonferenz von der Polizei. Da gab es jetzt Hausdurchsuchungen, die ersten Festnahmen. Ist das was, was man so ein bisschen mit Erleichterung verfolgt, dass sich da auch was tut und es Ergebnisse gibt? Oder blendet man das jetzt nach der Zeit aus und konzentriert sich nur auf das, was im Sportlichen ansteht? Entschuldigung, ich habe es wegen der Maske nicht verstanden. Es gab jetzt heute die ersten Festnahmen von Fans wegen der Vorfälle in Nizza. Znači, došlo do prvih hapšenja danas navijača zbog nereda u Nici. Da li mislite da će to olakšati vašem timu buduće igre? Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur mit Nizza was zu tun hat, sondern insgesamt mit der ganzen Situation zu tun hat. Aber ich glaube, wir sollten da abwarten, was wirklich da aus der Geschichte rauskommt. Und ich bin weit davon weg, das jetzt zu begründen und zu beurteilen, weil soweit ich informiert bin, wird die Polizei nachher eine Pressekonferenz dazu geben. Und danach können wir es auch einordnen. Wichtig ist, dass es das Spiel in Nizza aufgearbeitet wird und das sage ich immer wieder, von allen Seiten aufgearbeitet wird. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur von der einen Seite. Und reču da su ta hapšenja danas bila vezana samo za igru sa Nicom ili je to neko hapšenje koje uopšte ima veze sa tim ljudima. I bitno je da se ta događanja koja su bila u Nici obrade sa obje strane, znači ne samo sa naše strane, nego sa strane Nice. Okay. Als die Konferenz League vor ein paar Jahren eingeführt worden ist, gab es ja bei einigen so ein bisschen Vorbehalte. Bei euch wird der Wettbewerb sagenhaft angenommen. Das hat man ja jetzt in den letzten Spielen gesehen, morgen auch wieder volle Hütte. Wie beurteilst du selbst diesen Wettbewerb und auch das Niveau in diesem Wettbewerb? Mit der Maske ist wirklich schwer zu verstehen. Was war der letzte Satz? Wie er das Niveau in dem Wettbewerb und den Wettbewerb als solchen. Kad je konferencijska liga uvedena, gledalo se malo sa podozrenjem na nju, kao nešto drugoligaško, međutim se ispostavilo sa vremenom da je dobro prihvaćena. Ich finde, der Wettbewerb hat sich sehr gut entwickelt und und genau darum geht es ja, dass solche Wettbewerbe sich sehr gut entwickeln können. Die Qualität oder die Mannschaften, die daran teilnehmen, sind alles namhafte Mannschaften. Und aus unserer Sicht ist das ja für uns ja ein schöner Erfolg, dabei sein zu dürfen. Und so sehe ich das auch oder wir auch. Und dass in Köln solche Spiele besonders angenommen werden, das wissen wir alle. Und das haben wir ja immer gesagt, wir können hier so viel Positives bewegen. Und da hilft uns so ein Wettbewerb. Und wie gesagt, wir sollten uns auf diesen Wettbewerb oder auf die Spiele freuen. Und wir werden als Mannschaft alles daran setzen, dass auch alle ja, dementsprechend das weiter mittragen mit uns und wir freuen uns. Liga se razvila u dobrom pravcu, u njoj ima dosta poznatih timova, tako da ćemo u buduće gledati da taj nivo
održimo i u svim budućim utakmicama da damo sve od sebe. Marvin Schwebe, gerne nochmal zu Ihnen und zu Ihrer Leistung, gerade nach dem Dortmund-Spiel herausragende Leistungen gezeigt und so wie es der Trainer eben sagte und so wie man es eigentlich oft von Woche zu Woche hört, Marvin Schwebe hat uns im Spiel gehalten. Was sagen Sie zu Ihrem Leistungsstand? Wo wird persönlich Ihre Reise hingehen und gibt es vielleicht auch noch einen Traum, den Sie sich selbst verwirklichen möchten? Sie wissen genau, wovon ich rede, glaube ich. Pokazali ste jaku igru, spasli ste posljednu utakmicu. Kako ocjenjujete svoje trenutačne sposobnosti i možda snove koje imate vezane za to? Ja, danke schön. Ja, ich fühle mich gut. Ich freue mich natürlich auch, wenn ich der Mannschaft irgendwo helfen kann, wenn ich sie unterstützen kann, auch von hinten raus, sei es im Spielaufbau, sei es mit Paraden. Dafür ist ein Torwart aber auch da und dementsprechend, ja klar, freue ich mich, wenn ich dann hier den einen oder anderen Ball halten darf und ja, hoffe, dass es so weitergeht. Drago mi je da sam mogao pomoći i svojim paradama i svojom igrom u 16-tercu. Tako da ću jednostavno pokušati da održim taj nivo u budućnosti. Gibt es noch Fragen? Ima li još pitanja? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen lieben Dank. Vielen Dank Bruno fürs Übersetzen. Hvala und euch beiden viel Erfolg morgen Abend. Dankeschön. I puno uspjeha sutra.